Hallo, 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 liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Was heißt klein? Wahrscheinlich wird's größer. Wir spielen Tomb Raider Remastered. Eigentlich wollte ich ja schon gestern mit dem Spiel anfangen, hatte aber... ja, ich hatte mit einigen heftigen Bugs zu kämpfen. So war bei mir der Ton komplett verzerrt und verzögert und die Steuerung hat nicht reagiert oder ich bin in Wände gesprungen und dort stecken geblieben. Inzwischen geht das Spiel. Wie genau ich das jetzt geschafft habe, keine Ahnung, aber es geht jetzt. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer meinen Rechner nochmal neu gestartet. Beziehungsweise das Spiel nochmal neu runtergeladen. Jetzt geht's aber so weit zumindest. Tomb Raider, dazu muss ich nicht viel sagen. Tomb Raider war das Action-Adventure auf der PlayStation 1. Kam auch für PC raus, dort für MS-DOS oder für uns reiche Leute als 3D-FX-Fassung. Die hat aber eine Voodoo-Grafikkarte benötigt und die hatte halt nicht jeder. Ihr könnt gerade gar nicht sehen, wie ich mir jetzt gerade wie so eine Rich Bitch über die Schultern streife, aber ja, Voodoo, das war noch eine Grafikkarte. Ich hatte eine und ich war sehr glücklich mit meiner Voodoo, denn bei mir sah es besser aus. Okay, aber genug davon. Wir fangen jetzt mit dem Spiel an. Los Alamos, New Mexico. Oh, da explodiert was. Und da fliegt ein Gullideckel. Tut mir leid, ich nehme gerade... Ich schraub die Witze zurück. Ich glaube, ich nehme euch gerade ein bisschen... genießt das einfach. Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am? Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde. Und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften, tief im verlorenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? Was ich schön finde, ist, dass man wie bei den LucasArts Remastered, also wie bei den Remastern von Full Throttle und so, durch Druck von F1 auf die Originalgrafik schalten kann. Ist dann jetzt hier in den Zwischensequenzen einfach nur verpixelter. Oh-oh. Lauf! Oder bleib stehen. Nee, jetzt läuft er.
Mich stört das ja immer ein bisschen, wenn in fast jedem Videospiel Wölfe als generischer Gegner benutzt werden. Denn ich mag Wölfe und den großen bösen Wolf, den gibt's nicht. Und Wölfe werden in den Medien, in Filmen und Spielen immer als so unglaublich grausame, böse Viecher dargestellt. Und das sind sie halt nicht. Klar, man sollte nicht mit denen kuscheln, aber... ja. Egal. Okay, da geht's hoch, aber da will ich noch nicht lang. Ich will erstmal hier hinten hin. Ich finde diesen Mix eigentlich ganz schön gemacht. Es sieht nicht aus wie ein neues Spiel, aber es sieht auch nicht... es sieht aus wie ein altes Spiel, aber halt polierter. Ja, hier haben wir die Originalgrafik. Man hat hier aber auch, man ist hier auf die Software-Variante ausgewichen, was die Darstellung der alten Grafik angeht. Also wirklich auf die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, auf die hässlichste Variante von Tomb Raider 1. Mit einer 3DFX Voodoo-Grafikkarte sah das schon besser aus. Da hatte man halt Texturfilterung und bessere Beleuchtung. Aber sonst finde ich es eigentlich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr ansprechend gemacht. Einige NPC-Modelle sehen halt echt aus, als wären die aus dem Humble Bundle. Ups. Vergessen zu springen. Und hüpf. Geht. Ja. Zieh dich hoch, Lara. Brav machst du das. Und da ist ein Medkit. Das nehmen wir mal mit. Denn wir sind an Orten, an denen noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Zumindest seit Hunderten von Jahren war dort niemand mehr. Außer der Typ, der immer die Medipacks verteilt. Okay, dann gehen wir doch mal hier rechts hoch. Na komm, spring da hoch, Lara. Ja, braves Mädchen. Zieh die Waffen, denn gleich musst du ballern. Okay. Was ist da hinten? Da hinten gibt's Licht. Ist da irgendwas Besonderes? Nee, ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Muss ich aber wohl auch nicht. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Hier ist nichts. Och Gottchen. Schaut euch mal die NPC-Modelle von den Fledermäusen an. Ja, ich finde, da hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Die NPCs, also die Gegner und die, ja, die anderen Charaktere, die man noch so trifft, die sehen tatsächlich meiner Meinung nach echt ein bisschen bescheiden aus. Da könnte man nochmal ein bisschen andere Charaktermodelle verwenden. Aber ich glaube eh, dass das Spiel relativ schnell gemoddet wird. Und wenn es nur der klassische Nude Raider Patch ist, den wir noch alle, die sich, also vor allem die männlichen Spieler erinnern sich an diesen Patch. Glaube ich zumindest. Okay, hier geht's runter. Hüpf. Waffe ziehen, mal gucken, ob hier irgendwas Böses ist. Nee, sieht gut aus. So, dann den Hebel ziehen. Okay. Ich schätze mal, dass das böse Vampirfledermäuse sind. Kann ich hier irgendwie... nö, da kann ich nicht durch.
Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Nebenbei ist das jetzt für mich ziemlich blind. Ich habe Tomb Raider 1 tatsächlich nicht gespielt. Mein erstes Tomb Raider war damals Tomb Raider 4. Das hatte ich für PC und Dreamcast und dann halt wesentlich später Tomb Raider Anniversary und Legend. Ich hatte auch mal Angel of Darkness angespielt, das hatte ich mir aus der Videothek ausgeliehen, aber da hatte ich damals, also das war ein Bugfest, da bin ich nicht mal durchs Tutorial gekommen, durchs erste Level, weil halt der Endboss im ersten Level überhaupt nicht gespawnt ist. Oh, und hier sind schon wieder Wölfe. Also denkt dran, das ist eine sehr klischeehafte Darstellung von Wölfen und Floppy mag Wölfe und das tut ihm gerade total leid, dass der Floppy jetzt ballern muss. Okay, jetzt muss ich mich nach da drehen. Ah, ja, klar, jetzt drehst du dich in eine andere Richtung. Wolf? Ah, Wolf, jetzt bleib doch mal so da, dass ich dich auch treffe. Dann spring ich halt mal hier runter. Clever war das nicht, ich habe jetzt nur unnötig Leben verloren. Oh, was ist da hinten? Das ist eine Mumie. Die ist mit einem Seil zusammengebunden. Da finde ich, ja, muss ich sagen, das alte 2D-Sprite tatsächlich ein bisschen gruseliger. Was liegt da? Ach so, okay, das ist der Wolf. Ist hier irgendwas versteckt? Nee, schade. Das wäre ja auch ein bisschen fast schon zu offensichtlich, das Versteck. Okay, ich muss aber wieder da hoch. Ja, wie gesagt, ich hatte auch anfangs echt Probleme mit der neuen Steuerung. Die hat nämlich bei mir überhaupt nicht reagiert. Und Lara hat nicht reagiert, wenn ich zum Beispiel das jetzt gemacht habe. Sie ist nicht gesprungen. Jetzt klappt es wunderbar. Keine Ahnung, was da los war. Aber ich habe von einigen Leuten gelesen, die ähnliche Bugs hatten beim Spiel. Vielleicht gab es auch schon einen Bugfix, der schnell ausgeliefert wurde und der sie installiert hat, aber ich weiß von nichts. Ich weiß nur, dass es jetzt geht. Und gestern ging es halt nicht. Upp. Was ist da unten eigentlich? Oh, was ist das für ein Ding? Ein Bär. Okay, die Musik sagt, dass es jetzt gefährlich wird. Ah! Oh. Das war nicht gut, darunter zu springen. Jetzt zieh doch mal, Lara! Aua! Du sollst auf den Gegner zielen. Das lief jetzt gar nicht so doll. Liegt hier irgendwas? Was ist da oben? Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch, oder?
Wobei doch, wenn ich von hier springe, dann sollte das klappen. Okay, ist hier oben irgendwas? Ah, hier ist ein Secret. Das ist sehr gut. Ah, ein Medkit. Das freut mich. Was ich halt mag, ist dieses Erforschen. Dass man wirklich sich alles angucken sollte. Ups, wieder hoch, Lara. Hoch, hoch. Ich weiß nie wirklich, wie ich sie nennen soll. Weil das hat sich ja auch, das ist ja immer unterschiedlich. Mal heißt sie Lara, dann heißt sie wieder Lara und es ist halt irgendwie, je nachdem, welches Synchronstudio gerade für das Spiel zuständig war, für den Tomb Raider-Teil, hieß sie halt immer ein bisschen anders. Ich frag mal euch, wie nennt ihr sie? Ist das für euch Lara oder Lara? Du sollst hoch. Lara, Lara, Miss Frau Croft. Dann ziehen wir mal hier am Hebel. Okay, und dann können wir da durch. Upp. Okay. Waffen raus. Hier könnte es eventuell gleich gefährlich werden. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl. Und auf sein Bauchgefühl sollte man immer hören. Denn ich habe gerade im Urin, dass es hier... Oh, nicht getroffen. Dass es hier gefährlich werden könnte. Okay. Kann ich da hoch? Oh. Ups. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr aufpassen. Okay, aber mir ist nichts passiert. Okay. Bisschen Anlauf nehmen und hüpf. Die armen Wölfe. Da finde ich Indiana Jones schöner, weil ich erschieße halt, wenn ich die Wahl habe, lieber Nazis als Wölfe. Okay. Ah, da hinten geht's runter. Wupp. Kameraperspektive. Kamera! Lara! Die Kamera. Okay. Ich wurde getroffen. Nicht gut. Und das ist die falsche Richtung. Ich muss da lang. Ja, ich muss da lang. Nicht getroffen. Gut, 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 gut. Die Hüllen. Benötigte Zeit 14 Minuten 41. Gefundene Geheimnisse 2 von 3. Fundstücke 3 von 7. Das wurmt mich jetzt ein bisschen, da ich nicht alles gefunden habe. Hm.
Okay. Der Raum ist jetzt sauber. Ja, aber schaut euch doch mal diese NPC-Modelle an. Die sind echt nicht das Gelbe vom Ei. Oh, da geht's runter. Was ist da? Ist überhaupt irgendwas? Muss ich links lang oder rechts lang? Ich gehe erstmal da lang. Okay, hier ist eine Tür, für die wir einen Schlüssel brauchen. Was ist das? Was ist hier? Oh, das ist aber echt fies gemacht hier in dem engen Raum. Da noch einen Wolf hinpacken. Okay, was gibt's hier so? Nix. Kam ich von hier? Ich glaube, ich kam von hier. Ja, von hier kam ich. Okay. Oh, hier ist ein Hebel. Okay. Wir sind heute zum Trocknen aufgespannt. Also Leder. Okay, diese Plattform da wird wahrscheinlich... Ich speichere mal, habe ich noch gar nicht gemacht. Ich denke mal, dass diese Plattform da nicht lange halten wird. Da muss ich direkt weiterspringen. Ah, Kamera! Oh, was ist das? Ein großes Medkit. Okay, was ist da unten? Okay, das kann ich wohl ziehen, glaube ich. Okay. Kann ich das irgendwie noch weiterziehen? Damit ich wieder zurückkomme? Und nochmal? Hier hinten. Ah, da ist ein Gang.
Da sind überall Tonkrüge. Ach, Lara. Was ist da? Oh. Ein Artefakt. Und der Schlüssel. So, jetzt können wir da hoch. Ah nee, noch ein Stück nach da. Ah, Kacke, da komme ich nicht hoch. Okay, also muss ich irgendwo hier hinten weiter lang. Aber hier gibt's keinen Weg. Da kann ich da hoch. Nee. Aber hier muss es ja dann irgendwo einen Weg geben. Nee, Laura, das sollst du nicht machen, du solltest springen. So, und jetzt spring! Nee, springen! Frau Croft, du sollst springen! So! Nee, nicht so. Du solltest schon machen, was ich sage. Sonst könntest du hier eventuell mal in einer gefährlicheren Situation... Nee, die springt nicht. Kann ich hier mit Anlauf da hochspringen? Nee. Jetzt macht's es. Aber da ist nichts, das bringt mir nichts. Wo muss ich jetzt lang? Hier hoch komme ich ja auch nicht. Nee. So hoch können wir nicht springen. Kann ich die Krüge zerschießen? Ist da irgendwas Sinnvolles drin? Nee. Nee. Ist hier irgendwo ein Hebel oder sowas, den ich übersehe? Nee. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.